Hey Leute, heute machen wir mit dem zweiten Akt weiter und ich habe auch schon fleißig weitergespielt. Ich muss jetzt auch aufnehmen, weil ich habe jetzt für alle Quests, die wir bisher gemacht haben, auch schon überall die 5 Sterne geholt und damit die ganzen Gems. Ich habe jetzt ein bisschen die Strategie verändert, so was das Aufleveln angeht. Und zwar hole ich mir jetzt erstmal die niedrigstufigen Skills, weil die am wenigsten Zeit brauchen und wir kriegen da ja dann noch Synergiepunkte für. Das ist schon okay von diesen Werten. Ja, aber das sehe ich halt mehr so ein bisschen mehr als Bonus. Das letzte Video war am Anfang auch ein bisschen verplant, weil das habe ich sehr früh morgens aufgenommen. Ich glaube, das war 5 Uhr oder so. Ja, gut. Reden wir nicht weiter drüber. Ansonsten bin ich hier auch schon ein bisschen weiter. Aber mir ist jetzt auch aufgefallen, man braucht ja immer mehr Punkte pro Stufe. Hier waren das, glaube ich, noch 12.000, jetzt sind es 15.000 und das wird langsam, dauert es länger, ich sag's mal so. Gut, wir können jetzt nochmal in dieses Buch hier schauen. Projekt des Paria, Tagebuch von Elban der Demiurge. Elbans Notizen zu seinem Projekt, bei dem Levania Eldorats Mond in des Paria Ragadams Domäne verwandelt werden sollte. Das ist ja ein toller Satz. Projekt des Paria, erste Sonne. Ich, Elban, hoher Jünger von Fürst und Meister Ragadam, habe den kargen Mond Levania aufgesucht, die Welt, die einst das Gefängnis meines Meisters war. Zu seinen unendlichen Ehren bin ich damit beauftragt worden, daraus mit Lebensschöpfung eine neue Welt zu gestalten, des Paria, wo alle Kreaturen seinen Namen fürchten werden. Das ist bestimmt nicht abgeleitet von Despair. Projekt des Paria, 72. Sonne. Bevor sie ihren Verstand auf dieser Insel auf Eldorat verlor, lüftete die lügende Schlangenhexe die Geheimnisse von Lebensschöpfung für mich. Oder zumindest dachte ich das, denn der Großteil dessen, was sie mir verriet, entpuppte sich als Lüge, die meine Arbeit ruinieren sollte. Verflucht soll sie sein, ich werde Sklaven brauchen, die anstelle ihrer Magie die Arbeit verrichten. Projekt des Paria, 130. Sonne. Dieses verdammte Sumpfvolk, das Gorlak mir aus Nirgal gesendet hat, hat sich als zu schwach für die Arbeit in diesen unfruchtbaren Gebieten und für die dünne Luft herausgestellt. Ich werde ihn losschicken, um Minaris zu erobern und diese Wüstendrohnen mit ihren Dreizacken zu versklaven. Sie dürften der Aufgabe gewachsen sein. Projekt des Paria, 276. Sonne. Für seine Taten bei der Belagerung der Mauer und den Fall von Minaris ehre ich Gorlak mit dem Titel Mauerreißer. Projekt des Paria, 391. Sonne. Die Drohnen leisten gute Arbeit, bevor sie sterben. Und Gorlak Mauerreißer schickt mir jede Sonne eine neue Ladung. Der Bau der Kanäle schreitet gut voran. Dasselbe gilt für die Waldhallen und die Sonnenmühlen. Projekt des Paria, 447. Sonne. Fürst und Meister Ragadam, gepriesen sei sein Name, ist diese Sonne über des Paria gewandelt. Die Wälder und Kreaturen des Parias erzitterten. Die Toten des Parias erwachten und flüsterten furchterfüllt seinen Namen. Er war zufrieden. Dafür, dass ich für ihn die Rasse der Aztrak-Krieger und eine Welt erschuf, ehrte er mich mit einem neuen Titel, Elban der Demiurge. Projekt des Paria, 529. Sonne. Wie närrisch, wildfremd ist es irgendwie gelungen, Margrot zu bezwingen, auf dem gebrochenen Drachen hierher zu reiten und meine Drohnen zu zerstören. Ich muss mit Mauerreißer reden. Wir werden sehen, wie sehr das Paria wildfremd gefallen hat, wenn wir zurückkehren. Okay, gut. Ja, habe ich das letztes Mal schon erwähnt, dass ich mir hier dieses Kolbenrezept gekauft habe? Kann gut sein. Auf jeden Fall, der war ja eh nicht so toll. Ich glaube, ich habe das erwähnt. Das Buch verkaufen wir, den Rest behalten wir und bevor wir die nächste Quest annehmen, ach wisst ihr was, wir können jetzt hier schon die Quest annehmen, das ist nämlich immer blöd, wenn man hier ein Ausrufezeichen hat und will dann hier rauslaufen, dann kommt immer ohne Quest verlassen oder zurückkehren, weil ich noch keine Quest angenommen habe, also die nächste. Gucken wir mal. Der Fluss aus Blut. Ich habe das Log studiert, das du im Bauwerk gefunden hast, wildfremd. Es scheint, als würde Elban der Demiurge versuchen, Levania zu Desparia umzuformen, einer Welt, die in ewiger Furcht vor seinem Namen lebt. Elban ist ein mächtiger Diener Ragadam. Seine Bestrebungen machen mich krank. Und was es noch schlimmer macht, wir wissen zwar, was sie tun, aber das Wie fehlt uns noch. Ich fürchte, du allein bist fähig, dieses Geheimnis zu lüften. Sammle Datenlogs aus den mechanischen um den Fluss herum. Die könnte ich analysieren, um ihre Programmierung zu verstehen und die Quelle des Flusses zu finden. Dann können wir vielleicht dem Schrecken Einhalt gebieten, der auf dieser Welt entfesselt wurde. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich brauche auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr
sehr viel Gold. Und was ich bisher so gesehen habe von den Set-Items, oder was heißt Set-Items, ist von den Items, es gibt halt echt eine Menge Sachen, Ausrüstungsgegenstände, die viel Bonuserfahrung haben und auch eine ganze Menge, die viel Gold geben zusätzlich. Ich bin mir fast sicher, auf Max-Level wird man sich dann so Sets bauen, Gold-Set und XP-Set. Ich habe ja jetzt hier schon 259% Bonuserfahrung. So, dann wollen wir mal. Und wir waren 54, genau. Aber ich glaube, wir probieren jetzt erstmal. Prüfung 6. Es könnten wir schon schaffen. Prüfung der Ehre. Diese Prüfung führt dich in eine unerforschte Ecke des Eternium-Universums. Besiege deine Gegner so schnell wie möglich, um ihren Boss zu rufen und deine nächste Prüfung vorzustellen. Alles klar, ne? Also dann wird wahrscheinlich immer, das ist nur eher so ein Standardtext. Du bist, ich weiß gar nicht, bist du da erschienen bei Frost? Vielleicht. Ja, probieren wir das mal. Schaffen sollten wir das eigentlich schon, würde ich sagen. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, beim Spielen, es ist halt wirklich so, dass ich bin das halt anders gewohnt, was Action-RPGs angeht. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit wieder Torchlight 1 gespielt. Es ist wirklich so, ich brauche halt, ich habe das glaube ich auch letztes Mal schon kurz angesprochen, wirklich nur einmal draufklicken mit linker oder rechter Maustaste und er greift dann automatisch an. Es ist auch so, geht sogar so weit, dass wenn ich hier wen angreife, da hinten wird jetzt noch was gepult und der läuft dann alleine dahin. Ich muss dann gar nicht draufklicken. Wenn irgendwer gepult wurde, läuft er automatisch zu dem, wenn er den als nächstes angreift, wenn der quasi übrig ist. Und zu diesem Wegfindungsproblem, da habe ich auch ungefähr eine Möglichkeit gefunden, so ein bisschen das zu umgehen. Einfach, wenn es halt viele schmale Wege oder sowas gibt und man will zu einem Gegner, dann ist das halt schwierig, da von alleine hinzulaufen. Aber das kann man auch anders machen. Und zwar, man braucht dann halt nur einfach auf den Gegner klicken und er nimmt dann automatisch den besten Weg. Das ist halt wirklich alles sehr vereinfacht. Ich habe da am Anfang auch gar nicht so dran gedacht, weil ich halt, gut, es ist halt letztendlich ein Handyspiel, Tabletspiel, wie auch immer. Und sowas spiele ich halt nicht. Und deswegen, ich muss das erstmal ein bisschen gucken, wie das auch funktioniert alles. Oh, das tut doch schon ein bisschen weh. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich meine Fähigkeiten sehr viel öfter benutze, wenn ich kein Video aufnehme, als in den Videos. Ist das nicht wieder faszinierend? Weil dann redet man und redet man und redet man. Ich weiß halt nicht, ob das hier oben weitergeht oder ob da das Ende, ne? Ja, das sieht aus. Oh Gott, das tat auf jeden Fall auch schon wieder weh. Hatte ich auch schon gesagt. Ihr seht's ja. Ich habe ja schon hier diese beiden freigeschaltet. Doch, das hatte ich angesprochen, weil das nächste kostet. Also, wenn ich den anderen Begleiter noch mitnehmen will, am besten ist halt wirklich, dass man alle hat. Das kostet dann 900 Juwelen. Und das sind schon ein paar mehr. Also, die meisten Sachen, die ich so freigeschaltet habe, die kamen alle so 20 vielleicht gekostet. Wow, das war tot. Du stunst mal bitte, danke. Reden und spielen. Das ist dann natürlich auch wieder eine Umstellung, wenn man sich dann hier an der Prüfung versucht und die ganze Zeit quasi nur durch die Gegner durchläuft, weil man so viele Level drüber ist. Und hier ist das dann wieder anders. Gott sei Dank gibt es hier keinen Hardcore-Modus. Gut, ich könnte auch so Hardcore spielen, ne? Ich sag dann, hey, ich bin tot, ich lösche jetzt meinen Charakter. Aber nein, ich bin ja nicht total verrückt. Oh, hallo, lauf. Ja, manchmal ist das doch ein bisschen. Ich wollte eigentlich gerade einen Heiltrank nehmen. So, dich einmal stunnen.
Also es sind beides Fähigkeiten, die dann auch stunnen. So ist es ja nicht, ne? Heilung. Da kommt was runter. Schaffen wir auf jeden Fall. Ja gut, das gab auch ganz okay XP soweit. Kommt da jetzt noch was angeflogen? Sieht jetzt nicht so aus. Dann hätten wir das auch schon mal. Dann kann ich vielleicht auch demnächst einfach sagen, okay, ich mache halt öfter mal die Prüfung, wenn ich keine Sterne zum Freischalten habe, um einfach so noch schneller XP erstmal zu bekommen. Oh, Spalter. Oh, gehört zum Wirbelwind-Set. Mehr Schaden. Erfahrung, das ist jetzt... Ich heb mir das erstmal auf, weil so für sich allein genommen... Gut, das ist schon eine Ecke besser. Aber ich komme da ja auch noch so durch. Behalte dann erstmal lieber noch die Bonuserfahrung. Und was den Rest angeht, das brauchen wir dann auch nicht. Die Steinchen können wir dann auch erstmal wieder wegpacken. Nein, bei dir bin ich auf jeden Fall falsch. Und hier können wir dann mal die Teile schon mal zerlegen. Das ist echt so viel gespielt. Das macht halt so Laune. Und das ist jetzt auch gar nicht mal bis hierhin jetzt wirklich, dass ich sagen würde, das ist total pay to win. Kampfrausch. Erhöht die Eile. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ich habe jetzt hier auch noch die anderen Slots freigeschaltet. Ich habe hier erstmal mehr Leben reingeholt, reingepackt. Bewegungsgeschwindigkeit natürlich und Angriffsgeschwindigkeit. Weil die anderen Sachen fand ich jetzt alle noch nicht so toll. Fähigkeitsrate. Also bei diesen beiden zwei Sachen bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich die mitnehmen will. Was die dritte angeht. Duelland könnte man noch nehmen, um mehr Schaden zu machen durch Wirbel halt. Aber ich mache das erstmal so. Gut, dann machen wir jetzt aber hier auf jeden Fall noch eine Quest. Vielleicht auch noch zwei. Weil ihr seht schon, ich habe hier alles freigespielt. Fluss aus Blut. Im steinernen Labor fanden wir ein Tagebuch, geschrieben in Alt-Elderanisch. Von einem gewissen Elban, dem Demiurgen. Er nennt Levania Drohnen und erwähnt Meister Ragadam, Projekt des Paria und eine lügende Schlangenhexe. Wir erreichen einen Kanal, in dem sich Rinnsale eines dickflüssigen roten Schlamms zu einer kranken Parodie eines Flusses sammeln. Das ist ja schon sehr interessant formuliert hier teilweise, was man zu lesen bekommt. Meine Gegner werden gerufen. Warum können die nicht zu Hause bleiben? Gut, neuer Level. Das heißt, wir müssen uns erst auch mal ein bisschen orientieren. Es ist, glaube ich, sowieso am besten, dass... Ja, normalerweise würde ich schon sagen, wenn ich das für mich alleine so spielen würde, dann würde ich halt den Level... Würde ich direkt jeden Level fünfmal spielen. Weil dann hat man den Level auch noch so im Kopf und kann das dann alles direkt erledigen. Da war ja noch einer. So. Euch können wir hier auch noch plätten. Komme ich da links noch rum? Das sieht auf jeden Fall danach aus. Dich würde ich direkt auch gerne mitnehmen. Gut, ich müsste jetzt auch nicht jeden Gegner einzeln mitnehmen. Schildblock Level 3 abgeschlossen. Das ist halt auf jeden Fall auch super, dass man direkt hier drin dann die Sachen schon mal weiter lernen kann und nicht erst zurück in die Stadt muss. So, das haben wir einmal. Dann nehmen wir das hier noch. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, gut, das sieht man auch in der Voranzeige, wenn man das anschaut, wie lange das jeweilige Level aufs nächste dauert. Ich hatte da schon bei Wirbelwind, glaube ich, das wären dann schon 18 Stunden.
ungefähr müssten das sein. Das war mir dann doch ein bisschen zu lange. Also die Skills würde ich dann, oder halt Skills, die länger dauern, 6 Stunden oder noch länger, würde ich dann über Nacht einfach laufen lassen. Das mit diesem erhöhten Angriffstempo durch dieses Set-Boni da, das ist halt immer noch so gut. Das will ich gar nicht weggeben. Wir nehmen hier einfach alle Gegner mit, komm. Was soll's? Kann man natürlich besser machen, wenn man erstmal alle so zusammenzieht und dann Wirbelwind anwirft. Ja, ich weiß, aber das ist wieder diese Sache. Spielen und reden. Gut, da haben wir wieder einen Edelstein. Und erst mal gucken, wie das hier alles genau aufgebaut ist. Gut, das muss man dann halt auch erstmal so ein bisschen wissen, wie dann hier... Wir können euch mal alle zusammenziehen. Wirbelwind anwerfen. Ah, da würde ich normalerweise... Da habe ich auch schon mehr gepult. Also wirklich so 3, 4... 4 Gruppen, 5 Gruppen teilweise. Und dann ranziehen mit Vortex und gib ihm mit Wirbelwind. Also bei diesen Berserkern, wo ich die Sterne auch gemacht habe, da lohnt es sich schon dann, diesen anderen Angriff auf der rechten Maustaste zu nehmen, würde ich sagen. Weil die halten schon eine ganze Ecke mehr aus. Aber so generell, bei den meisten Sachen mache ich ja einfach... Bei denen hier würde das halt auch noch gehen. Sind 3 Gegner? Ja, warum nicht? Aber bei den meisten Sachen, bei denen hier dann wieder, weiß ich nicht. Dann kann ich auch wieder 1 drücken. Bei denen hier sowieso nicht. Dass ich rechte Maustaste nehme, weil das ist dann Einzelzielschaden. Das wäre doch jetzt hier auch mal so eine Veranstaltung. So, können wir? Können. Dann machen wir das nämlich so. Und so mache ich das eigentlich die ganze Zeit. Aber hey. Nur wenn ich dich aufnehme. Man kann da natürlich auch mit 1 super dann noch zusätzlich Gruppen... holen. Ich hatte erst so ein bisschen Probleme mit Wirbelwind, weil als ich das so auch noch nicht hatte, die Fähigkeit, dann stand da ja auch 4 Sekunden. Dann dachte ich mir, ja gut, 4 Sekunden und 14 Sekunden Cooldown. Bloß der Cooldown läuft zum einen ja auch schon runter, wenn die Fähigkeit aktiv ist. Und ja, man pullt die halt alle zusammen, macht die dann platt und eigentlich ist bis zur nächsten Gruppe dann schon wieder Wirbelwind ready. So, Wirbelwind ist fertig, 8 Sekunden Cooldown quasi. Bis man den wieder benutzen kann. Ich bin halt auch schon so ein bisschen am Überlegen. Ich kann es noch nicht versprechen, aber wenn ich damit wirklich weitermachen sollte. Das läuft ja im Prinzip so, man hat einen normalen Schwierigkeitsgrad, spielt einmal sämtliche Akte durch, kann dann auch alle Sterne machen und dann auf den nächsten Schwierigkeitsgrad und dann nochmal Schwierigkeitsgrad danach. Ob ich das dann auch noch im Let's Play zeige oder eher nicht. Die Frage wäre halt, was soll es sich sonst zeigen? Also PvP? Nee. PvP? Nee. Halt diese Prüfung, aber da kann ich halt auch nicht so viele Videos zu machen. Weil da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann erstmal gegen eine Wand laufen. Das heißt wahrscheinlich auf jeden Fall. Weil ich wahrscheinlich nicht so schnell bessere Ausrüstung kriegen werde, dass ich das ja immer da das Level erhöhen kann. Oh, hallo. Wir machen das einmal so, genau, dann nochmal so und dann würde ich gerne einmal chargen. Ach, das ist
so super, wie ich das dann kann. Dann mache ich mir da auch nicht so viele Sorgen, was das angeht, weil da kann man... da gingen auch schon mal die Lebenspunkte ganz schön runter, wenn ich dann auf einmal so 4, 5 Gruppen auf einmal pulle. So, das ist noch nicht. Das geht noch ein bisschen. Alles klar. Ein paar Edelsteine, das ist doch mal ganz nett. Da kommt noch mehr angeflogen. Dann warten wir noch mal kurz. Das ganze Zeug haben wir jetzt auch gefunden. Und ich glaube doch... Finde die Quelle des Flusses aus Blut. Bin ich jetzt hier fertig? Ist die große Frage. Ich glaube, ich hoffe es. Bezieht sich das dann wieder auf die nächste Quest? Weil das hier ist ja Ende. Gut, ich kann auch die Map vergrößern. Das ist ja interessant. Warum sehe ich denn jetzt hier nichts? Sonst hat er immer hier die Map angezeigt. Ich gehe jetzt mal hier raus. Und es ist natürlich nicht richtig. Okay. Die Quelle des Flusses. Das heißt... Aber ich war doch überall. Oder nicht? Hier ist ja auch nichts. Ah, sowas finde ich ja immer super. Ich dachte jetzt eigentlich, ich müsste da so durchlaufen. Hier waren wir ja auch. Und hier war dann auch weiter nichts. Nein. Ich hatte auch einen interessanten Bug. Oder einen interessanten, ja, Fehler. Bin einmal gestorben. In so einer Karte. Und als ich gerespawnt bin, war ich halt außerhalb der Karte. Ich konnte da nicht mehr rein. Musste quasi rauslaufen. Und die ganze Mission nochmal neu machen. Finde die Quelle des Flusses aus Blut. Also es muss doch eigentlich dann schon da am Ende gewesen sein, oder nicht? Ich kann jetzt hier nochmal... Nee, zeig da nicht an. Gut, ich kann jetzt natürlich hier den ganzen Weg zurücklaufen. Was ist das? Ist das irgendwas? Nein. Das leuchtet einfach nur toll. Das auch? Moment, hier geht's runter. Ach, okay. Moment. Nee, das war nicht richtig, aber... da hat doch... Da wurden doch gerade die Pfeile so angezeigt. Oder muss ich vielleicht hier hinten runter? Oder ich kann hier gar nicht runter. Das ist auch super. Hier wieder auf der Minimap. Sieht das so aus, als ob man da lang könnte? Es geht nicht. Das ist ja super. Hier sind wir gestartet. Hier kann man halt auch nichts machen. Ich hätte, also bei sowas hätte ich halt echt gern, dass der mir das auch anzeigt. On my way. Ich kann nämlich jetzt hier auch ewig lange herumirren. Und dann ist das halt irgendwas total Simples, was ich die ganze Zeit übersehen habe. Sowas liebe ich natürlich. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Möglicherweise. Aber ich kann da ja auch nicht hin. Aber das ist ja auch nicht... Naja, ich würde schon sagen, das könnte hier dann auch wieder so ein bisschen... Gut, eine Quelle ist es... Jetzt könnte halt die Quelle sein, aber... Ich kann hier halt nichts machen. Ich muss einfach am Fluss langlaufen. Na, immerhin ist hier jetzt was abgeschlossen worden. Gut. Dann, was nehmen wir denn jetzt? Was sollte ich denn mal nehmen?
Ich würde ja sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier mehr Leben auf Level 4, 14% Leben erhöht. Diese passive Sachen haben halt auch alle nur diesen einen Effekt und dann glaube ich auch immer nur um 1%. Genauso wie bei der Laufgeschwindigkeit von 11%, 12, 13, 14, 15. Ich glaube, das geht bis 20 hoch. Mit dem Laufen ist das teilweise echt ein bisschen blöd. Und die Sache mit der Minimap auch. Gut, da ist nichts. Da ist halt auch keine Quelle. Quelle muss dann halt der Ursprung sein, aber... Da war einfach nur die Kiste. Da ist halt der Fluss. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss wirklich bis zum Ende laufen. Und dann hätte ich da die Quelle gefunden. Hier unten war ja dann auch nichts weiter. Der Fluss fließt da ja auch noch weiter. Die haben hier mächtig viel Gestänge. Okay, also ich weiß es nicht. Gut, da ist der Fluss, da ist halt dann auch der Fluss, aber ich hätte ja gesagt, wo diese Rohre sind, wo das Zeug da rausfließt. Ich mache mich mal schlau. Ich muss das mal googeln. Da machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.